Hallo ihr Landmäuse, ja, es gab die letzten Tage ja kein Tagebuchvideo, deswegen mal eine kurze Zusammenfassung. Ja, größtenteils haben wir eigentlich die Küche versucht sauber zu kriegen und sind auch schon ziemlich weit gekommen. Und der Maler hat jetzt erstmal mit den Fenstern angefangen und das dauert auch noch ein bisschen länger als geplant, da er sie einfach dreimal streichen muss, damit das wirklich deckend ist. Es gab eine ganze Menge Termine und Gespräche, darunter auch zwei Bewerbungsgespräche. Ja, wirklich sehr interessant, da auch mal auf der anderen Seite zu sitzen sozusagen. Dann unter anderem war noch ein Weinhändler bei uns und hat uns mal seine Dienste unterbreitet bzw. Angebot gemacht. Und auch ein Kaffeemaschinenverkäufer war bei uns, der gleich nebenan sitzt, was sehr praktisch ist, zumindest was den Service dafür betrifft. Und unter anderem auch ein Vertreter für Seifenspender, Klopapierspender und so weiter und so fort. Ja, da müssen wir auf jeden Fall erstmal überlegen, was wir denn davon haben wollen. Und außerdem, das Crowdfunding läuft jetzt nur noch ganze 6 Tage, also wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, noch 5 Tage. Also wenn ihr noch ein Geschenk sucht für Leute, die in Rostock oder in der Umgebung wohnen, dann wäre vielleicht ein Gutschein eine gute Idee, denn ja, die gibt es halt wirklich nur jetzt günstiger, entweder 10 Euro oder 40 Euro günstiger, je nachdem welchen ihr halt nehmt. Und außerdem die T-Shirts, die Tassen, die Brettchen wird es halt wie gesagt auch nur für dieses Crowdfunding geben, also danach werde ich dieses Motiv nicht weiter verwenden. Es gibt noch ein neues Motiv. Und zwar nur die grüne Kombüse mit Frisch und Pflanzlich drunter als Aufnäher, also gestickt zum Aufbügeln. Ich will die eigentlich hauptsächlich haben für unsere Kochjacken später und habe davon natürlich auch noch ein paar mehr. Und wenn ihr die auch gerne haben möchtet, dann gibt es die jetzt auch auf der Crowdfunding-Seite. Ja, wie gesagt, das sind die letzten Tage jetzt vom Crowdfunding und es fehlen jetzt wirklich nur noch 1200 Euro für unsere Schwelle. Und für unser Ziel fehlt noch sehr viel mehr, also für die 30.000 müsste noch sehr viel mehr zusammenkommen in dieser kurzen Zeit. Aber Hauptsache, wir haben auf jeden Fall die Schwelle erreicht, das wäre schon mal sehr viel wert. Wenn ihr es noch unterstützen möchtet, jetzt auf den letzten paar Metern, dann macht das auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen. Bis Freitag ist noch Zeit und wenn ihr uns schon unterstützt habt oder finanziell nicht unterstützen wollt oder könnt, dann könnt ihr auch gerne dieses Video, unser Pitch-Video oder unsere Crowdfunding-Seite auf Facebook und überall anders teilen, um einfach jetzt die letzten 1200 Euro noch zusammenzukriegen, damit wir bis Freitag unsere Schwelle erreicht haben. Ja, die nächsten Tage wird es auf jeden Fall auch wieder ein paar Aufnahmen aus dem Restaurant geben. Jo, bis dann. Tschüss.